Herzlich willkommen zu einem weiteren Kapitel im Krebach Let's Play, hier mit Mr. Bauer Gaming. So, Richie ist schon ein sehr cleveres Kerlchen. Na, er hat mir jetzt gesagt, er hätte einen Käufer für diese John Deere Spritze, und zwar nicht er selbst, sondern sein Verteiler, also sein Vertreiber. Der hätte einen Interessenten, der diese Spritze kaufen würde. Das heißt, ich kann diese jetzt verkaufen. Das hat mir jetzt 73.017 Euro gebracht. Und Richie hat mir folgende Sachen vorgeschlagen. Den Mulcher, den mir vorschlägt, ist dieser hier. Der braucht 130 PS. Mein Traktor hat 136, also das ist das Einzige, was ginge. Sonst müsste ich den Traktor upgraden, weil hier einfach meine Leistung nicht reicht. Deswegen würde er mir den hier geben. Das scheint für mich in Ordnung zu sein. Den kaufen wir mal. Und bei den Spritzen hat er mir gesagt, dass er eine hätte zum hinten anhängen. Das ist diese hier. Die hat 1800 Liter, eine Arbeitsbreite zwischen 18 Meter und 28 Meter. Aber ich glaube, ich würde mit 18 Meter gehen, weil es meine Felder sind nicht sehr groß. Das würde wahrscheinlich fast reichen. Damit könnte ich sowohl Dünger wie auch dann Pflanzenschutz ausbringen. Er würde mir hier auch die Unkrautbekämpfungskameras und so weiter mit einbauen. Das kostet halt einiges an Geld. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich bekommen würde. Und dann kaufen wir das halt, ja. Und er hätte zwar dann, wenn es notwendig sei, hätte er noch einen Zusatztank für vorne. Aber der hätte gerade nicht auf Lager. Ne? Also er würde mir sagen, okay, wenn ich den haben möchte, soll ich dann die nächste Woche mal noch vorbeikommen. Dann bis dahin könnte er so einen auf Lager haben, wenn ich denn Interesse hätte. Ja, da schauen wir mal. Schauen wir mal, wie die im Einsatz sich dann zeigen. Wollen wir mal gucken, wie ich die am besten nach Hause fahre. Also die hier wird vorne angehängt, den kann ich vorne anhängen. Und den kann ich hinten anhängen. Okay, dann hänge ich erstmal hinten an. Ich habe ihn gefragt, ob er mir wieder ein Geschenk machen könnte. Und er sagte mir leider nein, das ist zu unverhältnismäßig, aber das macht nichts. Das ist kein Problem. Okay, dann habe ich also jetzt zwei neue Geräte. Und dann fahre ich die vorsichtig nach Hause, weil ich sehe ja wirklich nicht viel vorne raus. Danke, Richie, du bist der Held. Du bist ein Held. Aber ich habe entschieden, dass ich heute nicht mehr mulchen fahre, weil ich möchte eigentlich noch ein bisschen was vom Sonnenlicht haben, wenn ich dann zum Biergarten gehe. Wobei, also ich weiß ja nicht, wie lange das Mulchen dauern würde. Und wenn ich zum Biergarten gehe, dann könnte ich ja kurz mal die Pferde noch ausreiten. Die brauchen ein bisschen Bewegung. Wenn ich schon da unten bin. Jetzt erstmal gucken, wo ich diese beiden Geräte reinstelle. Also ich würde mal sagen, die Spritze kommt wieder da rein, wo ich die andere rausgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ich hier unten durchkomme. Und der Mulcher, der könnte dann eventuell wieder oben rein, da wo jetzt eben auch der Streuer ist. Jetzt mal gucken, ob ich da unten durchpasse damit. Das scheint zu passen. Es scheint auch hier rein zu passen. Ja. Aber ich fühle mich damit einfach besser als mit dem großen, mit der großen Spritze von John Deere. Ist auch ein bisschen Overkill, würde ich sagen, ja.
Okay. So, jetzt habe ich ein Problem. Muss ich versuchen, hier das hinten das Gewicht kurz dran zu hängen, damit ich da ein bisschen Balance habe. So, jetzt schauen wir mal. Das sieht immer noch so ein bisschen aus, als hätte ich ein bisschen Übergewicht vorne, aber ich glaube, das sollte jetzt gehen für jetzt. Ich bin halt am Überlegen, wo ich die hinstelle. Ich könnte ihn eigentlich da hinstellen, wo das Mähwerk war vorhin, ne? Hier auch unten draußen hin. Da muss ich nicht hochfahren. Ist ein bisschen eng halt, aber das muss so gehen. So, dann stellen wir den hier unten hin. Dann bringen wir noch kurz den Welger-Anhänger in das Werk hier rein. Mache ich mal das Gewicht hier hinten hin. Okay, dann schauen wir mal. So, also, ich brauche auf jeden Fall noch einen Kercher, das habe ich auch Richie gesagt, der wird mir diesen dann morgen oder nächste Woche auch mitliefern. Hätte auch gerade keinen auf Lager gehabt. Die Hühner produzieren schön ihre Eierchen. Machen wir mal hier zu. Dann holen wir den kleinen Toni. Ja, ich hole nicht den Toni. Ich fahre mit meinem Santana runter.
Okay, dann gehe ich mal zum Biergarten. Ich will aber erstmal kurz noch meine Pferde ausreiten, damit die ein bisschen Bewegung haben. Also hier scheint alles in Ordnung. Also hier scheint alles in Ordnung zu sein. Das heißt, ich kann ruhigen Gemütes mal kurz vom Hof weggehen. Okay, da sind schon ein paar Leute da. Ich weiß zwar nicht, ob ich den hier hinstellen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal. Okay, ich komme gleich her, ne? Ich gehe mal kurz noch ein bisschen ausreiten, die Pferde, die ich da habe. Dass die ein bisschen Bewegung haben. Derweil schaue ich mal rein, ob das alles in Ordnung ist hier mit Wasser. Das scheint in Ordnung zu sein. Gesundheit, wunderbar. Okay. So, dann nehmen wir erstmal den hier. Können wir damit mal kurz ausreiten. Ich habe hier noch kein Türchen entdeckt. Ist das das hier? Ach, das ist das hier. Wunderbar. Okay. Okay, das ist schon 100% geritten. Okay, die stehen hier, die schauen alle meinen Santana an. Das ist ja cool. Gefällt euch dieser Wagen? Oder stehe ich gerade in eurem Wege? Okay, also wenn dieser schon 100% geritten ist, dann ist ja gut. Das heißt, ich muss den nur noch sauber machen oder ist der auch schon sauber? Dann schauen wir den anderen auch an. Sauberkeit 100%. Dann schauen wir uns den anderen an. Das war der Joker. Der ist auch geritten. Ist er auch sauber? Ja, wunderbar. Hervorragend. Hervorragend. Das ist ja toll. Ja, das ist Gypsy und das ist Joker.
Schöne Pferde. Okay, also ich weiß nicht genau, aber ich weiß nicht, wie man mit Pferden umgeht, ne? Ich hoffe, ich mache das für euch korrekt. Na, sonst, ja, ihr sagt mir das schon, ne? Aber ihr seid ziemlich unruhig, ne? Aber Futter habt ihr ja, ne? Gesundheit, also Futternahrung ist da. Okay, das heißt, ich würde morgen noch ein bisschen Heu herfahren. Haben wir ja jetzt heute gerade geerntet. Dieser Stall ist ja auch noch meiner. Ich weiß nicht, ob ich den verkaufen könnte, weil ich glaube nicht, dass ich Interesse habe, noch mehr Pferde zu haben. Aber vielleicht könnte man da hier noch Schafe hinbauen oder ja, gucken, was wir hier hinkriegen könnten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht noch mehr Hühner separieren, so dass ich hier vielleicht 500.000 oder 1.000 Hühner haben könnte. In einem größeren Stil. Natürlich ökologisch und biologisch aufgezogen mit natürlichem Futter. Und dann vielleicht so eine Marke erstellen kann für die Region hier, Krebach, so dass es dann irgendwann mal heißt, die Krebacher Eier. Warum nicht? Ne? Könnte mal gucken, ob man den verkaufen könnte. Und ob man anstatt dessen einen großen Hühnerstall hinbauen kann. Wäre ja auch eine Möglichkeit, weil ich glaube, hier zwei Pferde, das reicht. Naja, jetzt gehen wir mal gucken, ob mein Santana da in einem Wege steht. Und wenn ja, dann stellen wir den weg. Und ansonsten, der steht hier tatsächlich offenbar im Wege. Das heißt, ich muss den wahrscheinlich hier zwischen oder dahinter dem RA hinstellen. Scheint, die Leute haben hier nicht die Möglichkeit durchzukommen, wo sie hinwollen. So. Ich stelle den rüber zu den Pferden, dann ist er nicht im Wege. Ja, dann stelle ich den hier hin. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen in den Biergarten. Nehmen wir mal ein, zwei Bierchen. Schnacken ein bisschen mit den Leuten hier. Ein bisschen mal kennenlernen und dann. Okay, dann gehen wir jetzt zum Biergarten. Und dann trinkt man eben mal ein paar Hefeweizen oder sowas. So, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem Augenblick wieder. Wunderbar. So, 1,5 Stunden sind vorbei. Das waren jetzt zwei Hefeweizen. Und ich habe natürlich auch noch gerade Abend gegessen. Scheint hier richtig gut zu sein. War richtig viele Leute da. Auch schöne Gespräche. Ein bisschen kennengelernt, ein bisschen geschnackt. Und es gibt hier auch schöne Mädels. Was so hübsche Mädels, nette Leute. Dann habe ich mit der Familie, also bin ich mit der Frau Huber ins Gespräch gekommen. Die hat auch einen Hof in der Nähe hier, zusammen mit ihrem Mann, die ganzen Familie, zwei Kinder. Und die hat mich gefragt, ob der Reitstall hier hinten, der Pferdestall, ob der zu verkaufen sei, ob sie den haben könnte. Sie möchte gerne mit ihren Töchtern, Kindern, möchte sie diesen gemeinsam führen. Sie möchte mir aber keine Konkurrenz bieten, natürlich. Ich mache ja auch nichts mit Pferden. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann mir das überlegen. Und sie wäre dann auch bereit, meine zwei Pferde quasi mit zu pflegen, hegen und so weiter. Sie würde das quasi dann so machen. Also vielleicht kommt es erstmal darauf hinaus, dass sie den Stall erstmal pachtet, mietet und aber im Gegensatz dann im Gegen
so als Gegenleistung auch meine Pferde dann mit berücksichtigt und sie dann eben mit ihren Töchtern diesen Pferdestall dann betreibt. Ja, das ist klingt gut. Sie haben mir auch gesagt, sie will mich einladen. Sie hat mich auch eingeladen, mal übers Wochenende mal kurz dahin zu fahren. Sie würde auch was Nettes kochen und so, dass ich die Familie ein bisschen kennenlerne. Ich weiß nicht, ob sie mich verkuppeln will mit einer ihrer Töchter. Das weiß ich nicht. Das werden wir ja dann sehen. Auf jeden Fall. Ja, das war ein richtig schöner, netter Abend. Ich würde sagen, ich gehe nach Hause. Ich habe hier richtig lecker gegessen. Dieser Landgasthof ist richtig cool. Die haben so richtig geniale, leckere, zarte, saftige Rippchen mir angeboten. Die seien also Niedrigtemperatur gekocht und also gekocht, gebacken. Also war richtig, richtig lecker. Die Marinade, die sie da gebraucht haben, hatte Honig dabei. Und das hat mich auf die Idee gebracht, warum ich nicht dann auch neben meine Felder ein paar Bienenstöcke hinstelle. Könnte ja auch einfach so ein bisschen als Nebenverdienst noch sein, dass ich dann quasi noch ein bisschen Honig habe. Jetzt für mich erstmal halt, ne? Oder vielleicht dann quasi auch, wenn die Touristen dann kommen würden, dass sie dann quasi auch Honig vom Hof kaufen könnten, ne? Das heißt also eigene Produktion auf dem Hof, nicht im großen Stile verkaufen, aber auf dem Hof an die Touristen zu verkaufen, ne? Wie zum Beispiel auch Wolle und ja, warum nicht? Das ist ja wirklich, wäre ja tatsächlich eine Überlegung wert, hier einen Nebenstand bei zu generieren. Ich habe mir auch überlegt, es ist ja leider in der Welt, draußen ist überall ein bisschen Unruhe und da gibt es sicher auch Kinder, die brauchen irgendwie eine Zuflucht. Übergedacht, dass ich einen Teil für Touristen gebe und einen Teil für Kinder in Not aufnehme, die vielleicht eben gegen Kost und Logis ein bisschen mithelfen und damit vielleicht auch einen anderen Bezug bekommen zu ihrem Umfeld, dass sie vielleicht auch sehen, dass nicht überall Krieg ist. Das sind alles Sachen, die ich mir überlege. Ich bin heute angekommen. Ich will mir auch ein bisschen Zeit lassen, mich hier erstmal ein bisschen zu Hause zu fühlen, bevor ich zu viele Sachen hier plane und mache. Ja, ich bin heute hier angekommen, also ich gebe mir ein bisschen Zeit noch hier. Na? Oh. Machen wir die Schleusen dicht für heute. Ich glaube, ich habe oben noch die Tore offen gelassen. Das heißt, ich würde da mal kurz hinfahren, um diese zu schließen. Also hier drüben ist geschlossen, die habe ich gar nicht aufgemacht, das Tor. Mal kurz um den Hof rum, sieht auch schön aus beleuchtet hier. Noch mal kurz hier schauen. Da ist schon etwas an Mist zusammengekommen. Kurz mal hier in den Kuhstall reingucken. Also da haben wir schon 800 Liter Milch. Gülle haben wir auch schon 2200 Liter. Die sind gerade schön am Fressen. Futter ist auch da. Das scheint alles in Ordnung zu sein. Tschüss Mädels. Bis morgen. Okay, dann. Können wir eigentlich einen sehr, sagen wir mal, arbeitsreichen, erfolgreichen, schönen Sommertag beenden
ereignisreich. Also ich bin heute Morgen erst angekommen und habe schon einiges getan hier. Fühlt sich gut an. Ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Auch einige Sachen gekauft, verkauft. Mit Richie ein bisschen geschnackt. Okay, dann können wir hier auch zumachen. Dann schauen wir kurz noch bei den Schweinen rein. Wunderbar, da ist auch schon einiges an Mist da. Da schaue ich mal rein, wie viel das ist. Das sind schon 400, fast 500 Liter. Und die Schweine, denen geht's gut. Die haben schon 1600 Liter Gülle gemacht. Nahrung haben sie noch genug. Stroh haben sie auch. Die sind quietschfidel. Denen geht's auch gut. Da würde ich sagen, bis morgen, Mädels. Danke, ciao. Okay, wunderbar. Das war auch in Ordnung hier. So, dann schauen wir noch hier rein. Da habe ich auch fast 670 Liter, 870 Liter Gülle, Mist drin. Dann schauen wir mal hier noch bei den Kühen rein. Die haben auch 2200 Liter Gülle produziert, 812 Liter Milch. Das ist gut. Das heißt, da könnten wir eventuell morgen schon etwas wegfahren. Milchfass habe ich auch noch keins. Muss ich auch noch gucken. Dann schauen wir noch kurz zu den Schafen. Schauen wir kurz bei den Schafen rein. Denen scheint es auch gut zu gehen. Da haben wir noch ein bisschen. Heu da. Wunderbar. Die haben schon mal 34 Liter Wolle produziert. Das dauert noch ein bisschen, bis da noch ein bisschen mehr kommt. Hier ist auch alles in Ordnung. Dann schauen wir noch kurz zu den Schweinen. Zu den Hühnern. Geben wir dem Bello noch ein kurz was zu fressen. Die Tiere, die sind gesund. Nahrung haben sie noch da. Eier haben wir 224 Stück. Das ist auch alles perfekt. Wunderbar. Dann würde ich doch sagen, würden wir hier diesen Tag beenden. Ich glaube, hier ist eigentlich alles soweit gut. Hier könnte es vielleicht sogar noch eine Lampe oder sowas, eine Laterne ertragen. Also hier könnte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Licht machen oder haben. Vielleicht hier unter dem Baum noch eine kleine Laterne hinzubauen, dass man hier ein bisschen mehr Licht hat. Könnten wir eigentlich gleich machen.
Das sieht doch schon viel besser aus. Ja, das ist erstmal für heute mal schön. Das ist genügend. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Licht. Hier haben wir grelles Licht. Kann man das ausmachen? Nein, kann man nicht. Schön. Okay, wunderbar. Das war mein Tag. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Begleiten und wir sehen uns morgen wieder für einen nächsten Tag. Wir werden dann morgen ein bisschen mulligen. Wir werden überlegen, was wir ansehen wollen. Wir werden natürlich weiter gucken, wie es den Tieren geht. Wir werden zu den Gewächshäusern gucken. Und eventuell können wir dann schon anfangen, ein bisschen Lohnaufträge zu machen, dass wir ein bisschen Geld verdienen können. Ja? Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Danke. Ciao. Das war das Kapitel für heute. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Lass doch gerne den Daumen da, falls dir dieses Kapitel gefallen hat. Hol doch gerne das Abo ab, willst du kein weiteres Kapitel dieses Let's Play verpassen und auch keine weiteren Inhalte, die auf diesem Kanal besprochen werden, wie zum Beispiel die Mod-Videos, die fast jeden Tag herauskommen, sobald Giants die Mods im Giants Mod Hub freigeben. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal, danke, tschüss und hasta luego.